Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Pokémon Legenden Arceus. So, und wir schauen mal jetzt, wo wir angekommen sind bei unseren Nebenmissionen. Nummer 30, Roselias schöne Blüten. Von der lieben Vera. Vera ist ganz hingerissen von Roselias anmutiger Gestalt. Sie möchte mehr über das Pokémon wissen und bittet dich deshalb, ihr seinen Pokédex-Eintrag zu zeigen. Okay, wir müssen von Roselia den Pokédex-Eintrag vervollständigen. Jetzt habe ich es vergessen zu markieren. Einmal markiert. Und wir brauchen natürlich auch ein Roselia. Die Frage ist, haben wir das vielleicht schon? So. Wir gehen mal auf alle und dann nach Alphabet sortiert sind sie, glaube ich, schon. So. Hier müsste das jetzt... Okay, Forschungslevel 6. Roselia. Und Entwicklung gibt es auch. Dann schauen wir doch mal gerade, ob wir eins mitnehmen können. So, da haben wir auch schon eins. Level 22. Wir haben auch, glaube ich, wirklich nur eins davon, so wie es aussieht. Okay, eins reicht hier auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. So, und was müssen wir denn noch machen dafür? Exemplare müssen wir fangen und bei Tageslicht gefangen. Achso, das geht ja relativ schnell. Wir müssen Exemplare besiegen und noch fangen. Einsatz von Giftbruder gesehen, wird wahrscheinlich auch relativ schnell funktionieren. Okay, wo können wir die? Beim Feenweiher, beim Kraterberg Hochland. Ich würde sagen, das probieren wir doch mal. So, Kraterberg Hochland. So, hier hinten ist der Feenweiher. Okay, dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar fangen können. Okay, und hier ist der Feenweiher. Und ist es da unten schon eins? Okay, wir können hier auf jeden Fall mal kämpfen. Oh, das Knospen ist Level 45. Gut, dass es geflüchtet ist. Es hätte wahrscheinlich unser Roselia direkt besiegt. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch welche fangen.
Da ist eins. Oh, da hinten ist noch eins. Na komm schon. Sehr gut. Drei Stück gefangen. Und bei Tageslicht gefangen. Da haben wir noch eins. Okay, vier bei Tageslicht. Da hinten haben wir noch eins. Oh, wir haben noch sieben Hyperbälle, sehe ich gerade. Levelaufstieg bei Tageslicht. Oh, wir müssen noch eins bei Tageslicht fangen. Und dann sollten wir mit einem kämpfen. Neue Attacke. Und bei Tageslicht. Reicht das schon? Nicht berichtete Aufgaben 5. Das heißt, es würde eigentlich schon ausreichen. Okay. Können wir es vielleicht sogar entwickeln? Ich weiß nicht, ab welchem Level sich das Roselia entwickelt. Vielleicht sollten wir probieren, irgendwie noch 1, 2 Pokémon zu besiegen. Fangen können wir hier anscheinend keins mehr, ist keins mehr da. Oh. Will das kämpfen? Besiegen müssen wir, glaube ich, auch noch eins. Vier von 6 Exemplaren besiegt. Und was haben wir da im Wasser? Haben wir den schon gefangen? Neu! Barschuft. Okay, das hat sich ja mal schon mal richtig gelohnt, dass wir hier waren. Na komm. Wirst du wohl den kleinen Hügel hier hochgehen können? Ach, ich wollte es besiegen. Wobei, wir müssen auch noch. Können hier auch. Noch ein paar fangen, wenn hier noch welche sind. 8 von 12. Da haben wir noch einen. Oh, das ist aber sehr klein. Wo können wir noch hier so einen Knospen? Oh, das ist ausgebrochen. Es will uns tatsächlich angreifen. Kleine Ding. Aber gut, wir müssen ja Erfahrung sammeln. Vielleicht können wir es entwickeln. Oh, 3 Exemplare besiegt. Bin ich schon wieder da? Da hinten ist noch eins. Mit dem will ich mich jetzt eigentlich gerade nicht so anlegen. Aber das würde ich gerne noch fangen. So, dann fehlen nur noch 2. 10 Stück bei Tageslicht. Frage ist, ob auf der anderen Seite schon wieder welche respawned sind.
da ist wieder eins. Gleich nochmal ein Pokéball gegen den Kopf. Oh, na gut. Dann besiegen wir das. Eins müssen wir noch besiegen. Okay, ich glaube, das ist das Exemplar, was wir noch besiegen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch eins zu fangen. So, sechs Stück besiegt. Vielleicht noch eins hier irgendwo in der Nähe. Nochmal auf die andere Seite. Okay, da haben wir noch einen. Komm schon. Nein, erst 11. Brauche noch eins. Da hinten. Na gut. Wir kämpfen, aber wir wollen es diesmal nicht besiegen. Oh, noch 4 Hyperbälle. Das könnte mal Stachelspore einsetzen. Ich glaube, den Einsatz müssen wir auch noch sehen. Probier's mal mit einem normalen Pokéball. Wer braucht schon Hyperbälle, wenn man normale Pokébälle hat? So. Noch eins? Weil es so schön war? Okay, es will nicht. Kein Problem. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Wir können nicht. Aber jetzt. So. Einmal zum Prof. Oh, wir haben viele gefangen. So. Zum ersten Mal eins Gefangene. 5000 Pokédollar. So, oh, wir haben Knospi auch vollständig. Und Roselia haben wir vollständig. Sehr schön. 250 Punkte on top. Und wir gehen ins Dorf zurück. So. Moment. Der Dorfbewohner, wie, aber, hä? Ist sie nicht hier in Jubeldorf? Die Quest ist doch markiert. Moment. Ah, okay, sie ist hier im Sumpfland. Na gut, dann machen wir halt hier noch einen Abstecher. Okay. Hier steht sie schon.
Oh, hast du Roselia etwa schon vollständig erforscht? Darf ich den Eintrag lesen? Wie bitte? Das zarte, anmutige Roselia soll in Wahrheit giftig sein? Unfassbar! Dank dir habe ich viel über Roselia gelernt. Ich bin zwar immer noch etwas schockiert, aber immerhin wurde mein Wissensdurst gestillt. Sehr gerne, sehr gerne. 5 Reiskörner und ein paar EP-Bonbons. Sehr schön. Oh, und sie ist wahrscheinlich auch schon wieder auf dem Weg zurück. Und wir gehen auch wieder ins Dorf. So, wir möchten zurück ins Dorf. Dann lagern wir hier mal gleich ein paar Sachen weg, die wir mittlerweile aufgesammelt haben wieder. Schon wieder jede Menge Kram gesammelt. Okay, wir haben kaum noch Hyperwelle. Ich glaube, ich gehe mal schnell an die Station hinter. So, Hyperwelle. Oh, 12 Stück können wir nur herstellen. Ein Superball. Die sind eigentlich auch ziemlich cool. So. Und wir können natürlich auch nochmal nach unserem Feld gucken. Oh, das sieht prächtig aus. Da wächst auf jeden Fall jede Menge. Bald ist die Ernte reif, okay. Also jetzt noch nicht. Dann müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erst nochmal eine Nebenmission und danach können wir wieder nach der Ernte gucken und vielleicht, ich glaube, wir haben Minze angepflanzt gehabt das letzte Mal. Oder wollten wir? Ich glaube, ich habe Minze angepflanzt. Schon sehr gespannt, wie viel wir da rausbekommen. Okay, so. Auf jeden Fall, wir haben wieder eine Nebenmission vollständig. Und in der nächsten Folge gehen wir dann die nächste Nebenmission an. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.